So, also, einmal ein wenig versuchen ruhig zu sein, wenn wir wollen ja die Pressekonferenz noch machen. Nee, das ist nur für die Kamera, für die, die es noch nicht wissen. Also wir können das dann alles im Internet nochmal verfolgen und dann auch richtigen Ton hören. Also herzlich willkommen, heute Landespokal-Halbfinale, am Ende aus Gastgebersicht ein 1:3. Ich habe beide Trainer bei mir, Ingo Nachtigall für unsere Gäste vom FSV Luckenwalde und Christoph Reimann, den Trainer vom FC Strausberg. Ja, wir wollen die Stimmen zum Spiel von beiden Trainern natürlich hören. Ingo, wir fangen mit dir an, wie sich das gehört und wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Kompliment an Strausberg. Ich hatte sie mir letzte Woche schon mal angeguckt und ich habe gewusst, dass sie auch nach Rückständen nicht aufgeben. Und wir wussten, dass es heute ein schwieriges Unterfangen wird. Wir haben uns sehr schwer getan. Aber wie das immer so ist als Trainer, du kannst warnen. Das geht da rein und da raus. Und ich musste doch sehr, sehr laute Worte finden in der Halbzeit. Wir haben es dann rechtzeitig mit Wechseln schon nochmal ein bisschen besser hinbekommen. Aber das Spiel stand immer auf der Kippe und trotz alledem glaube ich, dass der Sieg in Ordnung geht, obwohl Strausberg lange, lange Zeit und vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe war. Erste Halbzeit vielleicht die ein oder andere bessere Situation sie hatte vom Tor. Wir haben uns doch schwer getan bei den hohen Bällen und nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist eine riesen Geschichte für einen kleinen FSV Luckenwalde. Das zweite Mal hintereinander ins Pokalfinale einzuziehen, das sollte jeder auch mitnehmen, weil das schaffen nicht viele Vereine und wir waren in der Vergangenheit alles andere als immer glücklich mit den Losen. Wir mussten immer schon einen vermeintlichen Großen frühzeitig rauskegeln. In der Vergangenheit war es oft so, dass wir in Babelsberg gescheitert sind, ob das ein Achtelfinale war und so weiter. Dieses Jahr haben wir das mal umgedreht. Letztes Jahr haben wir Cottbus schon ausschalten müssen, auch mit einer großen Energieleistung. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich's verdient, ins Pokalfinale einzuziehen. Wir haben heute mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, mit diesem Druck umzugehen als Favorit. Und wir gehen aber jetzt ins Endspiel, dadurch, dass jetzt Energie Cottbus der Gegner sein wird, natürlich mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und wir freuen uns drauf und die Jungs wissen, der Druck liegt dann bei Energie Cottbus und das ist für uns natürlich eine tolle Ausgangssituation. Im Punktspiel haben wir schon in Cottbus ja erst in der Nachspielzeit verloren und sie haben da auch ihre Probleme. Und heute sind wir einfach nur froh, dass wir die Hürde Strausberg genommen haben. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, in der Vergangenheit haben wir auch in Oberliga-Duellen hier immer große Probleme gehabt in Strausberg. Und deswegen sind wir heilfroh, dass wir heute als Sieger nach Hause fahren dürfen. Ich wünsche den Strausbergern und Meinikow wirklich so alles Gute, dass sie die Klasse halten. Und vielleicht ist das auch uns vergönnt. Und wir wissen auch, wo wir herkommen. Und für uns ist es auch sehr schwer, in dieser Liga, in der Regionalliga, mit unseren Möglichkeiten dort zu bestehen. Und Strausberg, alles Gute. Und wir sind einfach nur überglücklich. Danke. Ja, das kann man so sehen und damit würde ich dann das Mikro an Christoph geben. Christoph, erzähl uns was aus deiner Sicht. Ja, ich denke, wir haben ein geiles Spiel geliefert. Erste Halbzeit ist unser Plan ordentlich aufgegangen. Haben die beiden Stürmer gut im Griff gehabt, haben einige Torszenen gehabt. Dann waren es, glaube ich, extrem viele Standardsituationen, wo beide Mannschaften probiert haben, den Ball da reinzudrücken. Ja, in der Halbzeit kommen wir eigentlich nicht ganz so gut raus. Wir verteidigen da schlecht die Szene vor dem 0-1, lassen ihn da schießen, er kann einen Eckball und dann waren wir nicht auf Augenhöhe. Und dann das Tor, auch sehr kurios entstanden, klare Tor für Luckenwalde, er pfeift nicht. Dann gibt es einen Elfmeter, der berechtigt ist, weil er hinter den Ball festhält, weil er dachte, der Typ ein Tor. Hat uns ein bisschen umgeworfen, auch das 2-0. Aber ich denke, dann sind wir nochmal richtig rangeruckt, 2-1 relativ zügig gemacht und dann, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel geliefert. Es ging dann hin und her. Wenn wir das so von Anfang an in der Liga nächste Woche und die weiteren Wochen präsentieren, dann werden wir noch die nötigen Punkte holen, die wir rechtzeitig brauchen, nicht erst am Ende. Im Grunde haben wir ein gutes Spiel gesehen, einen schweren Gegner, der auch einfach spielt, ja, nicht wie bei uns in der Oberliga, die wirklich viel versuchen, wir haben ein Flachspiel, Luckenwalde mit ihrer Größe im ersten Drittel da wirklich auch extrem stark ist.
Ja, es ist bitter, 3-1, ob es abseits ist, ich will so alle gar nicht mehr hören. Am Ende ist der Sieg in Ordnung, weil zwei, drei Szenen einfach besser gemacht wurden. Da fehlt die Kaltschneuzigkeit, aber das ist ein Regionalliges und das haben sie gut gespielt. Und wir machen weiter, schönen Dank an echt eine tolle Kulisse. Über 460 Zuschauer habe ich gehört, also nur Zahlen, das ist extrem geil. Beide Fanlager, ordentlich Stimmung gemacht, ein Riesenaufwand hier der Verein betrieben für dieses Spiel. Also Hut ab, was da so in Kürze auf die Beine gestellt wurde, war echt toll. Und ja, die Leistung war in Ordnung und jetzt machen wir weiter. Und in Altlinike nächste Woche auf einem kleinen Kunstrasen kommt uns vielleicht das Ganze entgegen. Da werden wir Gas geben. Schönen Dank, Männer. Oh, da sehe ich mal ausnahmsweise Wortmeldung. Das kriege ich natürlich nicht so oft. In diesem Sinne, bitte sehr. Wir geben es mal erst noch weiter, damit wir es auch hören. Also die Frage aus dem Publikum lautete an Ingo Nachtigall, dass er sich beim letzten Auftritt hier in Strausberg über den Rasen beschwert hat und jetzt so kurz nach der Winterpause wieder hier angetreten ist und was er heute zum Rasen sagt. Wir haben gewonnen und deshalb war er ein bisschen besser. Okay, noch eine Frage, gerne. Gut, also jetzt, das übersetze ich auch sehr gerne. Die Frage war, der Fanclub wurde im Stadionheft kritisiert. Und wie ist die Meinung des Vereins heute zum Fanclub? Antwort von mir, selbstverständlich. Vorwort kam von mir, deswegen kann ich auch ganz genau dahingehend antworten. Es war gar keine Kritik am Fanclub, sondern eine Feststellung, dass der Fanclub in den letzten Wochen, also der Fanclub, die RGU, in den letzten Wochen aus unserer Sicht ausbaufähig hätte agieren können. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Stück weit ein bisschen mehr sehen. Und heute kam auf jeden Fall mehr. Und dafür gibt es riesen Dank auch vom Verein. Denn wir wissen, dass wir auch auf euch zählen können. Und wir brauchen euch auch im Verein. Und deshalb ein Dankeschön einfach an euch. Vielen Dank. Weitere Fragen? Gut. Ich weiß mal jetzt nicht, was die Frage bezwecken soll, aber das weiß er. Gut, dann wünsche ich uns allen und den Luckenwaldern vor allen Dingen eine gute Heimreise und ein gutes Finalspiel gegen Cottbus. Drücken alle die Daumen und in diesem Sinne alles Gute, schönes Wochenende. Vielen Dank.